So. Ja. Wollen wir doch mal gerade Folgendes probieren? Ich meine, der hat doch bestimmt ordentlich Kohle. Gut. Beklau ihn doch. Ja, guck mal einer an. Der hat tatsächlich ordentlich Kohle. Deine vollgerotzten Taschentücher kannst du allerdings behalten. So, sprechen wir doch mal mit dem Jagdmeister. Erfreut euch kennenzulernen. Wenn ihr Fragen oder ein Begehr rund um die Jagd habt, wendet euch getrost an mich. Er sieht übrigens genauso aus wie aus Teil 1 im Dunkelwald. Wie hieß der noch? Räuber Hotzenplotz, nee, wie hieß der? Ihr wisst wahrscheinlich, wen ich meine, wenn ihr das Let's Play vom ersten Teil gesehen habt oder den ersten Teil gezockt habt. Der Jäger Kauzenstein, genau, Jäger Kauzenstein. Ach, guck mal, Kitty Cat. Hab Dank, gibt es hier bei der Jagd etwas Besonderes zu beachten? Ihr habt doch eine Jagderlaubnis. Ihr könnt also ganz unbesorgt auf die Pirsch gehen. Wenn ihr möchtet, könntet ihr dem Vogt allerdings einen Gefallen tun. Ah, ich bedarf eines Gefallens. Erzählt doch mehr, Jagdmeister. Sehr wohl. Uns plagen im Moment einige Riesenhirschkäfer. Jemand muss ihnen Einhalt gebieten, sonst sind bald alle Bäume kahl gefressen. Ich soll für euch also die Riesenhirschkäfer finden und erlegen? Mir steht nicht zu, dies zu fordern. Aber sprecht mit dem Vogt und fragt, ob ihm diese Idee gefällt. Ich bin sehr angetan von diesem Vorschlag. Seid doch so liebenswürdig und befreit uns von dieser Plage. Für jede Giftdrüse oder was ihr auch immer bei diesen Viechern findet, bekommt ihr eine Belohnung. Ihr habt den Vogt gehört. Wendet euch zum Südufer, dann müsstet ihr auf die Riesenhirschkäfer treffen. Und seid nicht allzu enttäuscht, wenn ihr keine Giftdrüsen findet. Ach, vorher möchte ich noch ein wenig mit euch handeln. So, was hat ihr denn hier für eines? Jägerhut, gefütterte Winterstiefel, Anleitung Hirschkäferdolch. Die kaufe ich. Hirschfänger, ja, ansonsten nichts Interessantes eigentlich. Danke. Dich können wir übrigens auch nochmal beklauen. Aber sicher. Sehr gut, deine Fussel kannst du behalten. So, wenn das den Herren nichts ausmacht, schaue ich mich mal gerade im Hinterhof um. Da haben wir noch ein schäbiges Fass. Und wen haben wir denn da? Den Knecht. Ruprecht. Da schauen wir auch nochmal vorbei. Beim Knecht. Junge, Junge, Junge. Einbären, Einbären, Konchines, Konchines, Konchines. Röselkraut. Haben wir noch Yoruga, vielleicht Belmart oder... Oh, guck mal, Belmart. Wie schön. Knecht. Stört mich nicht, ich faulenze. Wer bist du? Ich sagte, stört mich nicht, ich faulenze. Was machst du hier? Ich sagte, stört mich nicht, ich faulenze. Wer bist du? Ich sagte, stört mich nicht, ich faulenze. Ich sagte, stört mich nicht, ich faulenze. Ich sagte, stört mich nicht, ich faulenze. Können wir noch einen Remix draus machen? Ja, dann will ich dich nicht vom Faulenzen abhalten. Aber beklauen tun wir dich trotzdem. Gut. Skrupellos. Ja, den Flachmann, den lasse ich dir. Nimm dem Abendknecht nicht sein Gesöff weg, sagte er und stahl den Alkohol. Naja, egal. So, ein bisschen Bullmond. Kann man immer gebrauchen. Wo waren jetzt hier Belmart? Da, und da auch noch. Wie schön. Junge, 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 gibt's hier Sachen zu ernten. Ohne Ende. Gullmond, Einbären, Konchines, noch mal Konchines. Zunderschwamm ist hier allerdings momentan auch noch rar gesät. Wen haben wir denn da noch? Noch ein Knecht. Faulenzt du auch? Zum Gruße. Was gibt es? Du bist netter als der andere Knecht. Was ist deine Aufgabe auf diesem Gut? Ich erledige alles, was so anfällt. Als Knecht muss ich Holz hacken, Lasten tragen und dem Herrn bei der Jagd helfen. Ich könnte zufrieden sein, aber das Gemüt eines Enno von Fardok ist schwer zu ertragen. Ja, das glaube ich dir. Ich habe den mal von Nardoret bis hier hinschippern müssen, da ging der mir schon auf die Eier. Was weißt du über diesen Ort zu berichten? Die Ländereien hier gehören alle Graf Orsino von Falkenhag. Eigentlich werden sie nur als Jagdrevier genutzt, zur Belustigung des Grafen. Ihr wisst ja, die hohen Herren und ihre Vergnügung. Ja, nichts weiter. Einen guten Tag wünsche ich noch. Interessant. Netter Kerl.
So, hier haben wir doch bestimmt noch ein bisschen Zunderschwamm. Joruga, das ernten wir auch noch. Da ist noch was Zunderschwamm. Den Rest lasse ich jetzt mal gerade liegen, einfach weil wir noch einen großen Vorrat davon haben. Und wir können ja tatsächlich, wächst das ja auch nach und wir können ja jederzeit wiederkommen und alles ernten. Ach, guck mal, da ist auch schon so ein großer Waldschröter. Sind das die oder... Die müssen jetzt explizit Hirschkäfer heißen. Ja, können hier mal so ein bisschen Würselkraut ernten. Kann man zur Not ja auch verkaufen. Kriegt man gutes Geld von. Oh, da ist Joruga. Das ist wichtig. Hoffentlich greift er jetzt nicht an. Flieh! Sehr gut. Was haben wir da noch? Oh, noch mehr Joruga. Das ist sehr praktisch. Und da haben wir Conchinis. Ich bin in erster Linie auf Joruga, Belmont und Zunderschwamm scharf. Joruga wegen den Heiltränken, Belmont weil es zu teuer ist und Zunderschwamm wegen dem Eini. Das ist auch ein interessantes Gewächs. Ein interessantes Gewächs von Pilz, ja. Sieht aus wie Wurzeln oder was. Das ist sehr interessant. Nun gut. Checken wir hier die ganzen grünen Punkte nochmal. Einbären, Einbären, Einbären. Einbären sind jetzt wirklich nicht so viel wert. So. Dämlichen Kirsch. Hirschkäfer. Kirsch. Kirschhäfer. Nein! Ja, mach ruhig auf den da. So. Lass uns einen Wurfschlag machen. Ja. Du auch. Bei meiner Treu! Und danach. Für den Kaiser! Warte. Du greifst jetzt nämlich den bei hier meiner an. Treu! Zusammenhalten! Erst den Wuchtschlag und dann den Klingensturm. Bei meiner Treu! Ja, du kannst ja irgendwie so einen Stern machen. Da! So, das läuft doch schon ganz gut. Hier kann es noch ein Donnerkerl sein. Na? Du darfst auch noch einen Wuchtschlag machen. Ja. Finte, gezielter Schlag, das übliche, nur noch so ein Stern. Was? So, immerhin mal ein bisschen Action ab. Sehr gut, das war's auch schon wieder. Mal schauen, vielleicht kriegen wir hier auch schon die ganzen Giftstacheln oder wie die heißen. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Großer Waldschröter. Vielleicht waren das doch noch gar nicht die, die wir töten sollten. Jagd allerlei. Seid ihr die Riesenhirschkäfer? Käfer fressen die Bäume im Jagdrevier kahl. Damit die Jagdgesellschaft nicht durch ein abgefressenes Tal reiten muss, soll ich die Käfer beseitigen und den Vogt nach erfolgter Kammer. Kammerjäger-Tätigkeit. Kammerjäger-Tätigkeit. Erneut aufsuchen. Die Käfer sollen sich südlich vom Jagdsitz aufhalten. Wo sind wir denn gerade? Ja, da sind wir doch südlich vom Jagdsitz. Nun gut, dann werden wir einfach mal ein bisschen weiter spazieren und schauen, was wir hier noch so finden. Ja, da können wir zwischendurch so ein paar Einbeeren ernten. Ist ja nicht schlecht. Ach ja, und Verbände können wir natürlich auch mal anlegen. Bei ihm und bei ihm auch nochmal. So, das hat schon mal funktioniert. Jetzt nochmal der Vorgang. Einwandfrei. So, da sind auch schon wieder Hirschkäfer. Bleichmohn, Bleichmohn, Einbären, Gulmond. Einbären, Gulmond, Conchinis, Bleichmohn. Schade Marmelade. Bleichmohn, ganz viel Bleichmohn. Ach, ein Dachs. Ein feindlicher Dachs. Es tut mir zwar in der Seele weh, gegen einen Dachs zu kämpfen, aber wenn er uns angreift, bleibt uns nichts anderes übrig. Ja. Was? Ja. Attacke! Ja. Komm, komm! Oh, der hat gesessen. Dann war es das auch schon mit dem Dachs. Hier echt viel zu ernten. Allerdings auch zum Teil so Bleichmohn oder... Ja, Bleichmohn ist sogar noch ein bisschen
ein bisschen was wert, aber Einbeeren oder Würsekraut ist jetzt wirklich nicht so viel wert. Auch mehr Joruga und mehr Zunderschwamm wäre mir da deutlich lieber. So. Wer greift uns denn jetzt an? Ach, da hinten. Ja, die kommen da ja gar nicht rum. Ja, warte, ich hole euch ab. So, da müssen wir, da war noch was Joruga, oder? War das in die andere Richtung. Na schön. So, die Herrschaften hinten sind auch noch Wildschweine. Die können wir uns auch noch gleich vornehmen. Ach, jetzt seid ihr da rumgekommen, oder was? Ja, ihr seid vielleicht Trottel. Mit euch kann man echt keinen Krieg führen. Na, pass mal auf. So, kommt her. Hier, schön ums Eck rum. Auf dem Schlachtfeld will ich mit euch kämpfen. Das ist auch echt eine bescheuerte Fortbewegungsart, wie die hier laufen. So, pass auf. Alle auf ihn. Er muss als erstes ja. Glauben. Hm? Komm schon! Was? Bei meiner Treue! So, auf geht's. Ja. Ich bin beeindruckt, wie toll ihr trefft. Das ist der Wahnsinn. Zwei Wuchtschläge, zweimal daneben. Einmal frei. Ja? So, du machst ganz viele Donnerkeile, du machst ganz viele Wuchtschläge. Dann sollten wieder zwei tot sein, eigentlich. Ja, sind sogar relativ viele gerade. Aber nichts, was ein Problem darstellen sollte, eigentlich. Ja. Was? Attacke! Ja, einer ist frei. Zusammenhalten! Noch mal einen Schlag dürfen noch zwei. Bei meiner Treu! Du kannst auch noch was machen. Ja, sehr gut. Das wäre es auch soweit. Zwei Kieferzangen. Große Waldschröter. Ja, kannst du alle ausnehmen. So, kriegen wir jetzt für die Kieferzangen hier Belohnung, oder? Der meinte, diese Giftbeutel oder Stachel oder was auch immer die da haben. Oder was auch immer ihr bei den Viechern findet. Also, die haben ja keine Giftbeutel oder Stachel, die vergiften einen ja nicht. Aber kriegen wir dann für die Kieferzangen Belohnung? Naja, mein Auftrag heißt alles kurz und klein schlagen und was kann ich. Also machen wir das. Zum Beispiel diese Wildschweine hier, die müssen jetzt auch dran glauben. So, verwundet gehen wir in den Kampf. Hm? Ja, sollte trotzdem komm, zu schaffen komm. Sein. Er hat sogar zwei Wunden. Ja, für den Kaiser! Ja. So, Forge macht auch noch einen Wuchtschlag, dann ist das Wildschwein auch schon tot. Was? Angriff! Ja. Ja. 28, ja, der hat aber gesessen. Und der hat auch gesessen. Die sind ein tolles Team, die zwei. Na? So, hier hat man noch Fellfetzen. Wildschweinzähne und Sehnen. Und Wildschweinzähne. So, dann legen wir jetzt aber mal Verbände an. Erst bei ihm, dann bei Ardo. So, einwandfrei. Hast du eigentlich gar keinen Kampfstil? Mhm. Kannst du mal den... Für den Kaiser! Kampfstil 1 machen. Dann zeig doch mal gerade die Karte her. Oh Gott, ist das riesig hier. Das, was wir bis jetzt aufgedeckt haben, ist einfach nur das hier. Das ist ja nichts. Ich würde sagen, wir marschieren mal hier am Ufer entlang, weil da sollten sich ja diese... Riesenhirschkäfer aufhalten. Meinte der Vogt ja. Beziehungsweise der Jagdmeister. Außerdem ist es ja auch echt idyllisch hier. Kann man ja nichts gegen sagen. Ach, hier wächst sogar noch Bleichmohn. Na, das nehmen wir auch noch mit. Da lassen wir uns nicht lumpen. Wenn es schon auf dem Weg liegt.
So, da der arme Dachs. Da gibt es aber wieder ganz viel zu ernten. Ganz viel Joruga, das gefällt mir. Und einige Wildschweine. So, hier gibt es erstmal ganz viel Bleichmohn. Und da auch noch. Und da gibt es noch was Konchin ist. Alles, was das Sammlerherz begehrt. So, wo gibt's denn das Yoruga? Oh, Belmont. Sehr gut. Das schnappe ich mir. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen, dass es da Belmont gibt. So, die Einbären da vorne können wir auch noch mitnehmen. So, und was haben wir da noch? Conchinis haben wir noch. Eine ganze Menge, ein bisschen Würselkraut ist da auch noch. So, die drei. Und dann gehe ich auch zu dem Wildschwein. Weil ich will mich jetzt nicht unbedingt da tief in den Wald reinziehen lassen, weil da gehen wir gleich ohnehin noch hin. Oh, Zunderschwamm. Sehr gut. Perfekt. Dreimal. So, meine Freunde. Meine pelzigen Freunde. Drei Stück. Na, das sollte ja zu machen sein. Nein, nicht Plumbumbarung. Kannst einen Donnerkeil machen. Und du machst einen Wuchtschlag, du machst einen Sturm, du machst auch einen Wuchtschlag. Und mit bei meiner Treue ist dann auch schon gegessen. Ja, locker. Sehr gut. Dann Wuchtschlag. Für den Kaiser! Und ja, ja, kann man gezielter schießen. Ja! 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 Angriff! So, einwandfrei und das Wildschwein hat es jetzt auch gleich hinter sich. Perfekt. Haben wir hier noch so ein paar Fellfetzen und da auch nochmal. Und dann da auch noch. Das nehmen wir aus und das nehmen wir aus. Und danach nehmen wir das ja auch noch aus. Zähne und Fell. Ja, ist vielleicht nicht so die spannendste Art und Weise hier Tiere auszunehmen. Oder generell Tiere ausnehmen ist nicht so die spannendste Art und Weise. Aber muss ja auch irgendwer machen, ne? So, da hätten wir noch was Yoruga. Ganz viel, das ist schön. Das ernten wir alles noch. Und dann mache ich auch gleich wieder eine Aufnahmepause. So. Na toll, Fehlschlag, Trottel. So, mach's besser. So, ich würde sagen, ich guck mal gerade aufs Tacho. Stunde 21. Ja, entweder mache ich genau jetzt eine Aufnahmepause oder ich nehme noch 20 Minuten auf. Dann hätte ich noch eine Folge. Mal schnell auf die Uhr gucken. Ja, ich denke, eine Folge müsste noch dran sein. Nehmen wir nochmal 20 Minuten auf, dann machen wir eine Aufnahmepause. Und dann schaue ich mal, ich werde mich bemühen, dann wieder zeitnah aufzunehmen. Ich weiß nicht, ob ich es dann wieder direkt im Anschluss schaffe. Wie gesagt, ist alles ein bisschen stressig momentan. Aber ich bemühe mich. So, haben wir wieder so ein kleines, klitzekleines Stück von der Karte aufgedeckt. So einen kleinen Fetzen. Dann noch was Würselkraut und noch was Würselkraut. Hohlweg wurde freigeschaltet. Ja, das trifft sich ja super. Da stehen wir auch direkt schon am Scheideweg. Hier, links, rechts. Da ernten wir erstmal das bisschen Würselkraut hier noch. Nein. Verflucht. So. Und ich würde sagen, wir gehen dann da links lang, immer am Ufer entlang, weil da sollen ja die Riesenhirschkäfer sein.
wenn ich das richtig verstanden habe. Was haben wir da noch für Pflanzen? Einbeeren. Nicht ganz so interessant. Ein Stinkmarder will uns da angreifen. Würselkraut. Wildschwein. Ganz viele Wildschweine. Ist das Yoruga? Nee, es ist Gulmond. Schade eigentlich. Und hier ist eine Sackgasse übrigens auch. So, was ist eigentlich gerade mit der Framerate los? Das gefällt mir ja gar nicht. Warum sind die so launisch? So, pass auf. Mach doch mal einen Donnerkeil, dürfen nicht zwei sein. Bei dir auch hier ein Donnerkeil. Ich meinte natürlich Luftschläge. Eben Donnerkeil und da so ein Stern. Was ist denn mit dieser Framerate los? Ganz seltsam gerade. Alter, sind hier viele kleine Punkte. Alles Würselkraut. Einbeeren so ein paar. Es wird ja wohl nicht die Festplatte voll sein. Bei der Framerate. Huch. Ja, so geht das natürlich nicht. Ah, okay, ich würde vorschlagen, dann wird halt, werden die Folgen halt einfach ein bisschen länger. Ist ja auch nicht schlecht. Dann würde ich sagen, machen wir hier jetzt mal kurz eine Aufnahmepause. Die Framerate, die gibt mir wohl gerade zu erkennen. Das funktioniert so nicht. Mach Schluss, lass gut sein. Ich sag dann erstmal, ich hoffe, es hat euch gefallen und wünsche euch noch einen recht schönen Tag. Tschüss. Moin moin, vielen Dank, dass du dieses Video angesehen hast. Falls du möchtest, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir Feedback gibst. Zu diesem Zweck kannst du einen Daumen hoch geben, falls dir das Video gefallen hat. Falls nicht, gib doch bitte einen Daumen runter. Hat dir das Video nicht gefallen, wäre es gut, wenn du den Grund als Kommentar abgibst. Dann kann ich mich verbessern und darauf Rücksicht nehmen. Außerdem kannst du natürlich auch die Kommentarfunktion nutzen, um mir Feedback zu schreiben oder um Anmerkungen dazulassen. Wenn dir das Video so sehr gefallen hat, dass du keine weiteren Videos von uns verpassen möchtest, dann kannst du uns mit einem Klick in der linken unteren Bildschirmecke abonnieren und erhältst Benachrichtigungen zu allen neuen Videos. Falls du dich nur etwas über uns informieren möchtest oder andere Videos ansehen möchtest, kannst du dir mit einem Klick auf das TR-Symbol oben rechts unseren Kanal ansehen und schauen, was da so abgeht. Zu unserer Facebook-Seite gelangst du, indem du den Link in der Beschreibung folgst. Wenn du den nächsten Part dieses Let's Plays sehen möchtest, gelangst du, falls dieser schon vorhanden ist, mit einem Klick rechts unten zum nächsten Video. In diesem Sinne hoffe ich dir, gute Unterhaltung geboten zu haben und würde mich freuen, von dir zu hören. Adios, amigo, und vielen Dank fürs Zusehen. We'll be right back.